Also, wo ist denn dein Jet? Der ist fett im Central Park geparkt. Glaube ich. Dann sputen wir uns. So, und damit ganz ehrlich, ich bin immer noch ganz wuschig im Kopf von unserem Trip in dem fliegenden U-Boot. Lady Liberty hat ein paar Gehirnzellen gelockert. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lego Marvel Superhero mit mir, dem Jan. So, nach da hinten einmal. Ich verstehe nicht, warum der immer weiter nach oben fliegt. Okay, wir sind da. Hey, weißt du wieder, wo du den Jet geparkt hast? Ich bin sicher, ich habe ihn im See versteckt. Entweder war es der Stark Jet oder der Stark Bulldozer. Ich will gar nicht erst wissen, wofür der Bulldozer ist. Na, zum Dozer natürlich. Wofür sonst? Mein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. So. Dann so. Jetzt erinnere ich mich. Ich verstehe nicht, warum plötzlich hier alles so laut ist wieder. Okay. Das ist Magnetos Raumstation, Asteroid M. Wir wissen nicht viel darüber, aber da wimmelt es sicher nur so von Schurken und Sprengfallen. Alle SHIELD-Agenten, die sich Zugang verschaffen wollen, sollten mit äußerster Vorsicht vorgehen. Hey Jungs, ich hoffe, es ist okay. Kein heißes Wasser in der Wohnung. Dieser Ort ist in der Tat perfekt. Du weißt, er ist der Gott der Lügen und der Streiche, ja? Seine Beteiligung ist wichtig für meine Herrschaft über die Erde. Du kannst dich um Metallrecycling kümmern. Eindringlinge! Um die kümmere ich mich. Dr. Doom, unser Sieg ist zum Greifen nah. Wirklich? Wie hat Doom nur einen Parkplatz bekommen? Schleppen wir ihn ab. Mhm.
Eieiei. Meine Herren, beschert unseren Gästen einen herzlichen Empfang in unserem bescheidenen Domizil. Niemand freut sich, uns zu sehen. Hat jemand einen wirklich großen Dietrich? Den habe ich in meinem Schweizer Armeeanzug vergessen. Mann. Spinnen sind schon wieder. Was ist das? So, dran ziehen. Steht die da oben noch? Hat die ja schon angegriffen. Steht auch jemand. Meine Güte. So. Wessen suboptimale Idee war das? Macht euch bereit! Alle festhalten! Leichtsinnige Sterbliche. Deine Gotteskräfte helfen mir nicht, Blitzableiter. Ihr könnt euch später zeigen. Wir müssen Magneto nach. Ja. Hier ist leider Endstation für euch. Ihr wisst ja, wo es rausgeht. Ich habe zu tun. Wir müssen Magneto auf den Fersen bleiben, sonst verlieren wir ihn hier. Ja, und mein Hammer hat eine Verabredung mit seinem Kopf, die unbedingt eingehalten werden muss. So, was haben wir denn noch hier so? Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Also nichts für mich jetzt gerade. Hier kann ich speichern.
Hey, war das nicht hier, der ich das kaputt machen kann? Okay, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Ich hier jetzt wieder zusammenbastle. Ich bin Thor, Gott des Blitzes und Donners. Ach, da ist ein Riesenmagnet. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Ist das hier eigentlich immer nur dafür da, damit keine neuen Leute kommen, ne? Hier komme ich nicht durch. Okay, wahrscheinlich muss auf beiden Seiten jemand dran klettern. Und jetzt kann ich das auch machen. Diese ganze Station beugt sich sprichwörtlich meinem Willen. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich hier besiegen? Klar. Aber wenn man so lange wartet, nicht. Spidey. Okay, habe ich mir eigentlich schon gedacht.
Du kommst mich auf meinem schönen Asteroid M besuchen, aber bringst kein Geschenk mit? Ich würde sagen, nein! Viel Glück beim Magnetisieren von Thors Gotthammer. Oh, und ich habe extra für diesen Anlass meine Rüstung entmagnetisiert. Ich habe ein Bad genommen. Das ist alles. Keiner von meiner Mutantensippe da, um ihre Rasse zu verraten? Oh, was für eine angenehme Überraschung. Ihr lasst mir keine Wahl. Das ist euer Ende. Lustig. Ich wollte eben das Gleiche sagen. Immer diese Eislady da hinten, ey. Alle her. Denn hier? Wer will mir Schaden zufügen? Amüsant. Zukunft gehört uns Mutanten, nicht euch Helden. Oh, jetzt hat er eine Kettensäge oder wie? Hey, warum kann ich denn nicht sie bauen?
wir jetzt das letzte noch. Grauen Zellen ein und überlege, wie wir ihm endgültig das Handwerk legen. Dr. Doom, ich benötige Ihre Hilfe. Ignoriere ihn. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Oh je. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.